Ja, es ist doch gleich viel feiner. So, la 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 la. Kann ich damit jetzt da durchgehen? Ich hoffe, dass das jetzt da passt. Irgendwie hängt es ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Nein, damit komme ich da nicht durch. Ja, schade. Okay, aussteigen. Jawohl. Ach Mann, immer wenn man spaßiges Spielzeug kriegt, dann... muss ich da gar nicht durch? Wo muss ich denn... Was ist denn das hier? Ach so. Ja, nee. Pack die mal einfach bitte ein, danke. Muss ich hier durch? Ich glaube, ich bin richtig. Edi, schaffen Sie es? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Okay, was machst du denn gerade jetzt? Ich finde das Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind. Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere okay. Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangar-Entlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Okay. Naja, wirklich große Überraschungen sind es ja nicht. Die meisten Einheiten kennen wir ja eh, ne? Dann bin ich trotzdem froh, dass du da bist. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Zum Glück. Zum Glück. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Ist wohl was dran, ja. Ist eigentlich witzig, wenn man überlegt, dass Edi eigentlich ja mal seine Kreation auch war, ne? Vom Unbekannten. Ist natürlich geil. Wir nutzen gerade sozusagen seine eigenen Waffen gegen ihn. Muss ich hier runter? Ach, hi. So, einmal den. Einmal den. Einmal den. Wow. Das ist doch sowas. Ja, richtig. Ganz böse alles. Ganz, ganz böse. So, da vorne sind noch mehr Leute. Die sehe ich aber gerade nicht. Ich gehe mal ein Stück nach vorne. Oh, hä? Wo sind denn da welche? Worauf schießt ihr denn da? Ach, da vorne. Aha, das sehe ich gerade nicht mal. Kann ich hier am Rand lang? Oh, 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 oh. Erstmal ein bisschen Deckung, bitte. So, einer weniger. Zwei weniger. Stirbst du freiwillig oder muss ich nachhelfen? Okay. Wow. Hau bloß ab. Oh ja, komm mal hoch. Hoch mit dem Köpfchen. Ah, das ist fies. Verdammt, ich kam nicht weg. Ich hing irgendwo an der Ecke fest. Scheiße. Ja, na klar, machen wir das nochmal. Hallo. Das lasse ich doch jetzt hier so nicht auf mir sitzen. Was ist denn hier los? Alles schön. Ich sterbe und draußen kommt direkt die Feuerwehr. Geil. So dringend ist nicht, Jungs. Bin schon wieder lebendig. Bin schon wieder da. So. Ja, genau. Da ja nicht. Wir müssen hier runter. Hep. Ich könnte natürlich mal eben ein Medigel einsetzen, weil ich eh ein bisschen verletzt bin. Hi. So, brenne. Brenne, brenne, du auch. So. Sehr schön. Da oben sehe ich nichts. Macht immer voll die komischen Geräusche mit den Schildern. Ich weiß nicht, was das werden soll. So, nächster.
Auf Wiedersehen. So, das hätten wir auch. Na, brennst du schon? Nein? Warte, dann helfe ich nach. Ah, der war, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Okay. So, wo ist der nächste? Hi. Oh, wer schießt denn da auf mich? Ich sehe doch wieder nichts. Komm, lass mich mal darüber. Wo ist der denn? Ach, da. Halleluja, wer hat denn da jetzt hier losgelegt? Allerdings. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an Gefangenen herzustellen. Wir kämpfen gegen gefangene Zivilisten? Diese Schweine. Ja. Ja, das ist unschön. Ich hole mal eben den Kram hier. Credits, ja, voll wichtig. Total wichtig. So, Medigel nehmen wir auch noch. Und jetzt darf ich was hier hoch? Okay. Na gut, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Okay. Projekt Lazarus, Ihre Rekonstruktion. Ach, was. Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Hau mal raus. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Ich dachte, sie wären bewusstlos. Aber das klingt schlimmer. Sieht so aus. Wie fühlt sich das an? Erinnern Sie sich an etwas von drüben? Ja, das trifft's, glaube ich, am besten tatsächlich. Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Vergessen Sie diese Cerberus-Freaks. Egal, was andere sagen. Sie sind sie. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Herstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lass uns einen Weg finden. Sir, Sie wissen schon, dass Shepard auf Akkus dabei war. Eine Cerberus-Aktion hat seinen ganzen Trupp ausgelöscht. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Und das haben Sie auch. Ah, da schwanke ich jetzt ein bisschen... Notwendig war es, ja. Aber es war trotzdem nicht gut, denen zu helfen, wenn man sieht, was jetzt draus geworden ist. Wir wussten es halt nicht mein besser. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und jetzt bringen wir alles wieder in Ordnung. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Na, gucken wir uns den letzten Mal noch an. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessier Red. Dieser Hurensohn hat sie reingelegt. Okay. Ja. Wie läuft's mit der Tür, Eddie? Wir können weiter.
Aber ich mag die Frau Chakwas. Naja. Wie dem auch sein mag. Wir müssen erstmal weiter. Dann machen wir das mal. Da kamen wir her und da müssen wir lang, ja? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ, machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Gesichert ist relativ, aber naja. So, dadurch. Einmal darüber bitte. Und auch darüber bitte. Da jetzt runter? Okay. Wenn du das sagst. Oh. Ah, oh, nein, 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 nein. So, weg damit. Immer schnell weg damit. Okay. Kann ich hier nicht rüber? Darf ich nicht. Okay, ja gut, dann gehen wir da mal rum. Trau mir den. So, das will ich lieber weghaben, bevor sich das jemand anders überlegt. Der Generator Barrieren ist rechts von uns. Ja, und den Moment. Ich empfehle die Deaktivierung ihres Schildpylonen. Ja. Hi. Hau bloß ab. Kann ich denn? Moment. Alter Schwede. Ja, ich gehe erstmal einen Schritt zur Seite. Mach meine Leute nicht tot. Jaha, ja, Mama. Oh Gott, so, das ist auch weg. Der ist weg, da hinten ist noch einer, komm her. Haben wir's? Nein, nicht ganz. Aber gleich, na komm. Ich gehe mal etwas näher, das ist ja albern. So, bist du noch da? Der müsste doch noch da sein. Moment. Machen wir mal die. Nehmen wir mal die Spaß. Die kleinen Spaß mit den neun kleinen lustigen Kugeln. Oh, keiner mehr da. Wow. Das war nicht mein Plan. Könnt ihr das eben kurz? Und dann mache ich das halt. Irgendjemand? Vielleicht sowas? Ja. Also ich mag die Kanone, die hat Wumms, aber jedes Mal nachladen zu müssen, nach jedem Schuss ist ein bisschen doof. Ich wechsle doch mal gerade kurz. Nein, bleib da. Fall um und bleib liegen. Du weißt schon, dass da... Ich weiß schon, dass da keine Deckung mehr ist, ne? Okay. Cool. Ist schon sehr smart, wenn die sich da rumrollen, da ist überhaupt nichts mehr. Aber okay, soll ja nicht mein Problem sein. Generator reaktivieren. Nee, eigentlich nicht. Brauche ich ja nicht. Wir gehen einfach. Ich überbrücke das Schloss. Boah, ey. Sie interessiert? Die Konsole daneben funktioniert noch. Ach, das hier vorne. Oh, was ist denn hier los? Oh, das sieht aber nicht schön aus. Was ist denn hier schon wieder passiert? Welche Konsole darf ich denn benutzen? Wo denn? Wo denn? Ich bin wirklich neugierig. Ich würde gerne... Hä? Wo denn? Ach, hier. Cerberus Videolog. Okay. Ja, klar. Zeig alles. Immer alles her.
Das hier haben wir wiederhergestellt. Klug genug, um Hilfe anzufordern. Aber philosophische Gespräche sind vorerst nicht zu erwarten. Sie wären überrascht, Doktor. Sobald wir das mit den Teilen von der Citadel kombinieren. Diese außer Kontrolle geratene VI hat alle Soldaten auf Luna ausgelöscht. Die Kombination mit Reaper-Tech, tja. Dafür sind die Fesseln. Die erweiterte Defensivintelligenz wird völlig unter unserer Kontrolle stehen. Das frage ich jetzt mal eben. Diese VI auf Luna waren Sie? Ja. Ich habe von dem Luna-Vorfall gehört. Unangenehme Sache. Es war schwierig. Bewusstsein zu entwickeln, während man angegriffen wird, war verwirrend. Es freut mich, ja, dass meine Beziehung zu organischen Wesen kooperativer geworden ist. Das ist sehr nett formuliert. Wow. Okay. Oh Mann, ey. Die Simulationen zeigen, dass Edi auf Fregatten die höchste Verbesserung der Kampfkraft bewirkt. Auf schwereren Schiffen ist die Reaktionszeit auf Edis Empfehlungen zu lang. Edi? Die Jungs im Labor haben sich diesen Namen für sie ausgedacht. Für es. Gute Arbeit. Ich akzeptiere Ihre Empfehlungen für die geplante Installation. Sir, Sie... Es kann sehr überzeugend sein. Ob es darum geht, ein Crewmitglied zu überzeugen, die Fesseln zu deaktivieren... Es ist eine Cyberkrieganlage, Doktor. Mehr nicht. Tja, das hat er gedacht. Hat er aber nicht mit Recht gehabt. Er hatte keine Ahnung. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ohne Jeffs extremer emotionaler Bindung zu seinem Schiff bereit gewesen wäre, meine Beschränkungen aufzuheben. Na, ich weiß nicht. Bei der Stimme. Schön. Ja, schon was dran. Okay, zeig mir mal den letzten noch. Was ist mit den Backups? Tut mir leid, Sir. Kein Signal von den Überwachungsfeeds der Normandy seit Shepherds Fahrt. Ich will es zurück. Nochmal die Abriegelungsprotokolle. Nach unserem letzten Versuch hat Edi unseren Server mit 7 Zettabyte pornografischer Bilder zugemüllt. Und sie wollte vermutlich einen Scherz machen. Es macht keine Witze, Doktor. Bilden Sie ein Team für ein neues Projekt. Codename Eva. Und diesmal bleibt es loyal. Also Edi hat mehr Humor, als ich bisher gedacht habe. Das gefällt mir. Eine Menge Pornos. Cool. Cerberus hat wirklich versucht, die Normandy abzuschalten. Sie hatten dringlichere Probleme. Die Lage war unter Kontrolle. 7 Zettabyte? Der Großteil davon gehörte Jeff. Das war... Natürlich. Ein Scherz. Ich weiß. Und danke. Doch, ich mag Edis Humor. Ja, der ist schön. Vielen Dank. Ich bin echt froh, dass wir die hier dabei haben. Ehrlich, das ist... Ach, schön alles. Schön. Sehr schön. So, wen darf ich hier umbringen? Ich kann es überbrücken. Ach. Angriffsteam, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner VI dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Akkus, Shepard. Ich will, dass bei dieser Aktion alle mit dem Leben davonkommen. Ich schaffe es. Ja, abwarten. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Okay, okay, okay. Ich schaue mich mal eben kurz hier um, ob es hier auch noch irgendwas gibt. Na, das Geschepper im Hintergrund ist natürlich so ein bisschen... Ach, bitte schießt nicht an die falsche Stelle. So, nehmen wir mit. Ja, klar. Was haben wir hier? Noch irgendwas? Nein. Da geht es bestimmt weiter. Ich guck mal eben kurz hier vorne. Oder geht's hier weiter? Nein, das scheint nur ein kleiner Raum zu sein. Aber ich will mich kurz umschauen. Nichts. Oh. Ja, ja, klar. Nehme ich mit. Was? Delancore Overlay. Aha. Ja, ja. Ist schön. Bestimmt. Geht's doch hier weiter? Vielleicht. Sie wird das erledigen. Was? Wo war da jetzt gerade was? Irgendwas wurde mir doch angezeigt.
Ja, wie gesagt, bitte schieß nicht an die falsche Stelle. Ich lebe nämlich tatsächlich gerne.